Hallo, willkommen zum ersten Kurpreneurs-Podcast. Mein Name ist Tabea Marx. Ich sitze hier zusammen mit Roland Fassauer und wir starten heute den ersten Podcast. Roland, warum gibt es diesen Podcast und für wen ist der? Ja, danke, Tabea. Wie du weißt, bin ich ja Professor an der Goethe University in Berlin. Das ist eine spezielle Hochschule, wo wir die Gründer von morgen ausbilden. Wer also technischer Gründer ist, der kann sich gerne dorthin begeben und bei uns studieren. Bei uns kann man gleichzeitig einen Abschluss machen, in Informatik zum Beispiel, und auch ein Unternehmen gründen. Und dort ist es so, dass ich da relativ häufig Mentoring-Sessions mache mit den Studenten und denen aus meiner unternehmerischen Erfahrung berichte, was sie richtig und was sie falsch machen sollten beim Gründen eines Unternehmens oder Startups. Und das kommt sehr gut an. Und ich dachte mir, ich gieße das in ein Format, wo auch andere davon profitieren können. Aus diesem Grunde gibt es diesen Podcast. Der Podcast wird immer ein besonderes Thema fokussieren. Das heutige Thema ist Krise. Warum hilft vielleicht auch eine Krise beim Gründen oder wie komme ich durch eine Krise? Wie hast du das Thema ausgewählt und warum? Ja, ich erhoffe mir davon, dass, wenn ich Handreichungen zu aktuellen Themen gebe, das direkt eine unmittelbare Hilfe für die Gründer ist und sie nicht irgendwann darauf warten müssen, das Wissen anzuwenden, sondern direkt davon profitieren können. Andererseits denke ich, dass ich viele Gäste haben werde, die spezielle Themenschwerpunkte haben und die werden dann auch das Thema des Podcasts bestimmen. Stichwort Gäste. Pro Podcast werden wir verschiedene Gäste da haben, mit denen wir über die Themen diskutieren werden, die ihr Wissen mit uns teilen, aber noch viel mehr den Menschen zeigen, die Menschen zeigen, die dahinter stehen, die hinter Geschäften stehen und die einfach Mut vermitteln sollen, Mut zum Starten, zum Weitermachen und Vorbild sein sollen. Wie suchst du die Menschen für den Podcast aus und warum sind die heutigen Gäste Vorbilder? Ja, wie du weißt, glaube ich ganz stark daran, dass Unternehmer die Welt zum Positiven verändern. Aus diesem Grunde bin ich total stolz darauf, dass heute Stefan Schambach hier ist, der der absoluten Köpfe des deutschen Internet-Business ist, mit Unternehmensgründungen wie Intershop, Demandware, Newstore, mehreren Börsengängen und des Weiteren natürlich Arndt Schweiger. Ich kenne keinen, der so vielen Unternehmen dabei geholfen hat, aus den Startlöchern zu kommen wie er. Als Unternehmer und Berater gleichzeitig ist er immer für das Unternehmen da und hat bestimmt schon Hunderten von Unternehmern geholfen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein und begrüßen ganz herzlich unsere ersten Gäste, Stefan Schambach und Dr. Arndt Schweiger. Ich würde sagen, das Verhältnis von Krisenzeiten zu besseren Zeiten ist ungefähr so 20-80. Ganz schlimm ist, in der Krise einfach abzuwarten und zu hoffen, dass es besser wird. Und man kann in der Regel nur die Sachen kontrollieren, auf die man auch direkt Einfluss hat. Nichts tun, keine Entscheidung fällen, würde ich nicht mehr machen. Hallo und ganz herzlich willkommen zum ersten Codepreneurs-Podcast. Stefan, du hast in den 90er Jahren zu den ersten gehört, die E-Commerce als einen wichtigen Softwaremarkt erkannt haben und mit deinem Unternehmen Intershop nicht nur heute wesentliche E-Commerce-Branchenstandards erfunden, sondern auch das erste integrierte E-Commerce-Softwarepaket entwickelt. Du hast eine Menge Unternehmen gegründet mit großem Erfolg, aber ich habe auf LinkedIn gefunden einen sehr schönen Satz: Serienunternehmer, Studienabbrecher, nie angestellt gewesen. Das erste Unternehmen, das du gegründet hast, war die NetConsult Computersysteme GmbH und du hast deinen Job quasi hingeworfen. Beschreib uns doch mal, was du für ein Typ gewesen bist. Wer war Stefan Schambach mit Anfang 20 und was hat dich beschäftigt? Ja, den Job habe ich nun mal genau nicht hingeworfen, weil ich hatte ja keinen. Also ich war Student in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität. Damals ist die noch vorhandene DDR auf die Idee gekommen, ganz schnell politisch nicht komplett kompatibel, aber talentierte Leute in ein Studium zu bringen. Das war so eine Art Fachschulstudium. Labortechnik über Physik hieß das. Es war nicht das, was ich machen wollte, aber es war besser als nichts. Dann kam die Wende und ich habe sofort neben dem Studium eine Firma gegründet. Ja. Ich hatte einen gewissen Geldbedarf, den habe ich vorher mit der Entwicklung von Elektronik in meinen Keller gedeckt. Die Sachen konnte man plötzlich im Westen kaufen, das war überhaupt kein Problem mehr. Mein Markt war weg, ich musste irgendwas tun. Ja. Und die allererste Firma war nicht NetConsult, das war noch eine kleinere. Die hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, das würde ich mein Leben lang machen. Und dadurch habe ich das nicht geschafft, mein Studium fertig zu machen. Und das war es dann sozusagen mit der Angestelltenkarriere. Ja. Und also ohne Ausbildung keinen guten Job. Ja.
Zwischendurch hatte ich durchaus mal überlegt, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie bei Oracle oder IBM arbeiten könnte, aber die wollten mich nicht. Hast du dich beworben? Ja, ja, einmal bei Oracle zum Beispiel habe ich mich beworben. Hast du eine Antwort bekommen? Nein. Und dann noch die Frage, was du im Keller gebastelt hast. Alles, was es in der DDR nicht gab. Lichteffektanlagen für Diskotheken, Mischpulte, Verstärker. Zum Schluss hatten wir eine kleine Produktionslinie, sage ich mal, für kopierte Heimcomputer. Ne? Also Sinclair ZX Spectrum war ein englisches Design und das haben wir einfach nachgebaut. Und es hat immer 3 Monate oder 4 Monate gedauert, um einen zu bauen. Aber da gab es so viel Geld dafür, da konnte man eben die 4 Leute, die es gemacht haben, davon füttern. Und wer sind die 4 Leute gewesen? Ja, es gab noch ein paar Kommilitonen damals, die ich an der Uni kennengelernt habe. Also praktisch Studenten anderer Studienrichtungen. Roland, ihr könnt euch schon eine ganze Weile, und wir haben dich ja vorhin auch schon vorgestellt, ihr habt euch zumindest auch bei Intershop kennengelernt und du hast dort deine Doktorarbeit, deine Masterarbeit oder Doktorarbeit? Diplom, gab es damals noch. Geschrieben und ich habe gefunden, dass das gleiche Jahr gewesen ist, in dem die Intershop-Software auf der CeBIT vorgestellt worden ist. Bist du damals dabei gewesen und oder wie ist deine Erinnerung an diese Stimmung damals? Nein, ich war nicht dabei, aber ich kann mich noch gut an das Standdesign erinnern. Es war, glaube ich, ein grelles Neongrün, wenn ich mich recht erinnere, sozusagen. Ein sehr auffälliger Stand für mich damals. Habe ich schon auf Bildern gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals immer in Jena gesessen und der Stefan hat abends kolportiert, was die Kunden an Features haben wollten. Da haben wir versucht, es immer über Nacht einzubauen, dass am nächsten Tag die Sachen auch vorführen konnte dort. Was habt ihr da vorgeführt zum Beispiel? Eine frühe Version des Online-Shops, also einfach sicher noch vor 1.0 sozusagen, um den Kunden zu zeigen, okay, kannst du eine Bestellung entgegennehmen im Internet, so sieht der Warenkorb aus, so kann die Order weiterverarbeitet werden und so weiter. Heute würde man sagen, Produktmanagement habe ich gemacht und die Produktentwicklung hat Roland und Frank Gessner, die haben das zusammen gemacht. Der Frank Gessner, genau. Ihr zu dritt, also... Arndt, du hast einen BWL-Hintergrund und Informatik studiert und zum Thema künstlicher Intelligenz am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz promoviert. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass das was mit Kassenzetteln und Auswertung zu tun hat. Ganz genau kann ich nicht zuordnen, aber du bist Serial Entrepreneur seit deinem 17. Lebensjahr und Beirat für bzw. Business Angel bei mehreren technologiebasierten Startups und Unternehmen und hast ungefähr 500 Teams beraten und ins Machen gebracht und beraten zum Stichwort oder mit dem Schwerpunkt das magische Dreieck. Und ich möchte natürlich wissen, was treibt jemanden an, der mit 17 ein Geschäft startet und es ging um ein Game oder ein Spiel, ne? Genau, es ging um Computerspiele, so ein bisschen hier ähnlich. Es ging um den Commodore Amiga, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja. Genau, und da habe ich als 13-Jähriger damals angefangen zu programmieren, weil ich fand so die Effekte, die man da so erzeugen kann, grafische Spielereien total spannend, also so angewandte Mathematik sozusagen. Und da habe ich sehr früh Freunde gehabt, die viel älter waren als ich, die mir Programmieren beigebracht haben. Und dadurch hatten wir dann die Chance, mit 17 tatsächlich Auftragsarbeiten anzunehmen von einem großen deutschen Spielepublisher, wo wir in Maschinensprache, in Assembler, Spiele programmiert haben, während wir tagsüber in der Schule waren und fürs Abitur gelernt haben. Und dann so nachts und frühmorgens haben wir dann das Spiel programmiert. Und das war eine ziemlich herausfordernde Zeit, weil man in dem Alter natürlich auch noch Partys machen wollte und ich sehr viel Sport gemacht habe, auch noch nebenbei. Und genau, also der Hauptantriebspunkt war nicht das Geld, das war nett, für Schüler haben wir viel Geld verdient, aber der Hauptantriebspunkt war, es war eine Idee da, so auf dem Papier, wir machen ein Spiel, das einen bestimmten Inhalt hat und nach einer gewissen Zeit ist es wirklich da. Und ich fand das so genial, dass ich tatsächlich in ein Geschäft gegangen bin. Damals war das nicht so per Internet, kann ich was runterladen, sondern ging man in Geschäfte, da gab es die Computerspiele in so Boxen, also so Paper-Boxen. Und da habe ich tatsächlich mit meinem eigenen Geld mein eigenes Spiel in einem Geschäft gekauft, mit Kassenzettel und allem drum dran. Den man wieder auswerten kann. Ja, weil das so toll war zu sehen, da gab es erstmal die Idee. Mhm. Und dann konnte man das tatsächlich kaufen, anfassen. Und wir hatten dann auch einen kleinen Messestand, wo Leute dann, wir haben uns dann inkognito hinten dran gestellt, um zu hören, Produktmanagement, finden Sie das gut, finden Sie es nicht gut, was finden Sie vielleicht nicht gut, was kann man besser machen? Und haben dann zugehört und waren dann total stolz, wenn die gesagt haben, oh ja, das macht super Spaß oder naja, das könnte noch ein bisschen anders sein. Also das hat uns damals angetrieben, in dem jungen Alter sozusagen, was auch
herausfordernd war, weil teilweise bestimmte Sachen konnten wir noch nicht unterschreiben, weil wir nicht volljährig waren. Ja, das stimmt. Das war Wie seid spannend. Ihr denn überhaupt zu diesem Auftrag gekommen? Das war eher ein Zufall, weil ein guter Freund von uns tatsächlich mit einem Spielepublisher in freundschaftlicher Beziehung stand. Und da gab es damals die Idee von diesem Spielepublisher, ein bestimmtes Spiel zu machen. Und ihre damaligen Programmierer schienen nicht in der Lage zu sein, das hinzubekommen, weil das technisch sehr herausfordernd war. Und wir haben damals grün hinter den Ohren einfach behauptet, na klar, wir können das, na klar, so nebenbei, abends mal schnell programmieren, kriegen wir das hin. Und wir haben es zwar hingekriegt, aber es war natürlich viel härter als gedacht und viel gelernt. Waren dann immer noch grün in den Ohren businessmäßig, aber wir haben tatsächlich Dinge, weil wir so interessiert waren, was man so aus diesem Hardware-System rausholen kann, das Letzte, was man da so rausholen kann. Und deswegen haben wir da was geschafft, was andere vielleicht nicht geschafft haben. Und so sind wir ganz zufällig an diesen Deal gekommen. Also es war wirklich ein Zufall. Jetzt muss man natürlich noch wissen, wie dieses Spiel geheißen hat. Crosscheck hieß das. Das war ein Eishockey-Action-Spiel für den Commodore Amiga. Kann man das noch kaufen oder runterladen? Nee, lange nicht mehr. Das war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja. Klingt lange her. Ja. Genau, das Thema ist ja Krise. Wie komme ich durch die Krise? Wir wollen auch über eure Krisenzeiten reden. Was hat euch getrieben? Was könnt ihr weitergeben an Tipps, an Erfahrungen? Roland, du hast die beiden Jungs hier heute eingeladen aus einem bestimmten Grund. Ihr seid noch befreundet, obwohl ihr euch schon so lange kennt, durch Krisen auch schon gegangen seid. Und da ihr noch befreundet seid, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Zusammenspiel in einer Krise erfolgreich mit euch gelaufen ist. Was macht Stefan in einer Krisensituation besonders oder resilient oder was macht ihn aus? Warum magst du ihn noch? Na, ich glaube, Stefan verfolgt seine Ziele in absoluter Konsequenz sozusagen. Wenn er sich einmal ein Ziel gefasst hat, das mag in weiter Ferne liegen, sagen wir 5, 7, 8, 9, 10 Jahre, dann hat er so eine massive Grundüberzeugung, dass er jeden Stein aus dem Weg räumt, da hinzukommen. Und wenn er überzeugt ist, er braucht dafür 20 Millionen, dann besorgt er die 20 Millionen, macht es dann richtig. Ich würde niemals sagen, ich mache es auch mit 10. Ja, also absolute Konsequenzen in den Handlungen. Großdenken, oder? Naja, also es ist nicht immer so, dass Geld ohne Limit zur Verfügung steht. Ja? Also zum Beispiel jetzt im Moment ist es nicht ganz so einfach. Ich mache es mittlerweile auch mit 10. Gab es auch mal eine Situation, wo du gesagt hast, der hat jetzt gerade nicht recht und ich bin anderer Meinung? Und wie habt ihr das dann gelöst? Öfter. Ich finde es ja total sinnvoll, dass es im Unternehmen, in der Führungsriege Konflikte gibt, die auch ausgetragen werden. Also wenn es keinen Streit gibt, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich falsch, würde ich mal sagen. Also ich finde es eher gut, wenn es da Auseinandersetzungen gibt und die bessere Meinung gewinnt. Und Gott sei Dank habe ich meistens nicht gewonnen. Das war ganz gut so. Du kannst vielleicht aus deiner Beratungserfahrung Ähnliches berichten. Ich finde, es ist schwierig zu sagen, wann ist es denn jetzt eine Krise und wann ist es das gewöhnliche Risiko, das ich eingehe, weil ich nicht weiß, wie der Markt sich vielleicht ganz gemeinhin entwickelt. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass es jetzt gerade eine Krise ist und nicht irgendwas ist, das sich normal für ein Geschäftsfeld in der Zukunft als unsicher gestaltet? Ich glaube, es ist ein schwieriger Begriff, da versteht jeder was anderes drunter. Eine Krise ist für mich etwas, was heißt, es ist auf einmal anders als normalerweise. Ja, das kann auch, ich habe ein bisschen vorher gegoogelt, das heißt normalerweise längerfristige Störungen der Normalität. Ja, für mich heißt das, eine Krise kann intern erstmal sein. Ja, das muss noch nicht mal was mit der Außenwelt zu tun haben. Es kann eine Krise im Gründerteam zum Beispiel geben. Das ist ein sehr oft vorkommendes Phänomen, leider. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt Krisen wie Corona-Krise oder jetzt Kriegssituationen, wo auf einmal bestimmte Dinge herrschen, die vorher nicht da waren. Knappheit an Geld, Investoren sind vorsichtiger geworden. Ich kann vielleicht wenn ich Hardware herstelle, bestimmte Materialien nicht mehr so einfach bekommen. Die Kunden sind nervös geworden, halten ihr Geld zurück. Oder während der Corona-Krise zum Beispiel bleiben Leute zu Hause und auf einmal muss ich alles auf Remote umstellen und war vielleicht gar nicht darauf vorbereitet. Das sind lauter Krisen. Also das sind für mich
Krisen, weil es nicht die Normalität ist. Also was ist Normalität? Können wir wahrscheinlich genau, einen eigenen Podcast drüber machen. Aber meiner Meinung nach ist es auf einmal anders, als es gedacht war. Und Gründer haben natürlich immer ein bisschen mit Risiko umzugehen und so weiter. Aber es ist halt eine besonders schwierige Situation, wenn man auf einmal den Plan komplett ändern muss. Nicht weiß, schießen die Investoren Geld nach? Was muss ich tun? Also das ist für mich eine Krise, aber wie gesagt, es gibt externe und interne. Aber jeder würde wahrscheinlich den Begriff Krise anders definieren. Ja, oder vielleicht. Leicht anders sehen. Ja. Habt ihr eine andere Definition zu Krise oder eine Ergänzung? Na gut, also wenn es sich um einen makroökonomischen Effekt handelt, ja, dann wird die Box kleiner, in der man operiert. Ja? Also man kann nicht alles mit Geld lösen. Genau. Und es gibt auch Situationen, wo man ein bestimmtes Geschäftsmodell einfach nicht weiter verfolgen kann, weil das nicht zu machen ist. Das gibt es eben auch, weil die erfolgreichen Geschäftsmodelle sind immer teurer geworden in den letzten Jahren in der Skalierung. Ja, kann auch passieren. Kannst du ein Beispiel machen, so aus deiner Erfahrungs... Ja gut, angenommen, man hat ein Produkt entwickelt und hat einen Prototypen fertig und theoretisch funktioniert es, aber um das zu vermarkten, müsste man jetzt, sagen wir mal, in mehreren Ländern Vertriebs- und Marketingteams aufbauen. Das ist in der jetzigen Situation zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Hm. Ja. Also da würde man vielleicht für die Entwicklung von den Prototypen das Geld bekommen, aber für das Skalieren ist dann schon nicht mehr so ganz so einfach. Ja. Das wird auch wieder besser, aber ich würde sagen, das Verhältnis von Krisenzeiten zu besseren Zeiten ist ungefähr so 20-80. Ja? Also 20% der Zeit ist ein bisschen schwierig und 80% der Zeit ist eigentlich okay. Ah ja. Und wir sind jetzt so in dem 20%-Block. Ja? Das heißt, ist das so die Erfahrung quasi? Ja. Ne? Also ich muss jetzt mal kurz durchhalten, weil es sind nur 20%. Ja. Denn das nächste wäre eigentlich die Frage... Es hört wieder auf. Genau. Es hört wieder auf und man kommt wieder raus. Und man kann natürlich aus Krisen eine Menge lernen. Mhm. Beispielsweise war es so, als ich... das war Intershop in 2003. Ja? Also wir hatten irgendwie überlebt, ja, den Dotcom-Crash. Ja? Und wir haben aber mehr oder weniger überlebt, weil wir von den bestehenden Kunden leben konnten. Ja? Die haben eben Services bei uns angekauft. Wir haben auch kaum neue Kunden gewonnen. Eigentlich gar keine. Für 2 Jahre oder fast 3 Jahre. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt. Warum eigentlich? Denn unsere Kunden hatten wachsende Umsätze mit E-Commerce. Also eigentlich war das alles prima. Die hatten aber die größten Schwierigkeiten, das zu betreiben. In jedem Rechenzentrum von einem Kunden war das sozusagen, das gab es nicht im Cloud, ja, das war sozusagen selbst gehostet und alle Systeme sahen anders aus und waren damit im Grunde genommen auch enorm komplex zu managen. Ja. Und ich habe mir irgendwann gedacht, kann man das nicht irgendwie so machen, dass es einfacher ist, das zu adaptieren und zu managen? Dann muss es aber für jeden gleich sein. Und man müsste es als zentralen Rechenzentrum betreiben. Ja? Später ist daraus Cloud-E-Commerce geworden. Aber die Begriffe gab es damals nicht. Ja? Hat sich vielleicht sogar eine neue Produktidee dadurch entwickelt. Ja, ja klar. Aber es war de facto die Krise. Wenn es die Krise nicht gegeben hätte, hätten wir uns das Problem nie angeguckt. Da hätten wir gesagt, ach, wir verkaufen weiter Lizenzen, alles ist super. Ja? Mhm. Und damals war es allerdings so, dass innerhalb von Intershop die Idee nicht umsetzbar war. Ja? Und das ist auch in gewisser Weise eine Krise gewesen, weil... aber sie hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich das nochmal neu angefangen habe. Und dann hat es funktioniert. Also Krisen sind schon wichtig, denn sie erzwingen Innovationen. Also zumindest bei den Leuten, die die Lust dabei nicht verlieren. Ja. Ja, und eben auch überlegen, okay, wissen, dass es jetzt eine Krise ist, das Produkt nicht hinwerfen, sondern lieber nach dem Problem schauen und möglicherweise auch was Neues daraus entstehen lassen. Weil ich glaube, gerade wenn man startet oder Gründer ist, dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Krise oder höre ich jetzt auf oder mache ich jetzt weiter? Also wie lange kann man durchhalten? Etwas, das bei einer Krise, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine Krise, offenbar 20% haben wir jetzt gelernt sozusagen, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass eine Krise ist und sind uns darüber im Klaren, was sollen Startups oder Gründer dann möglichst schnell tun und wie schnell vielleicht auch? Das Offensichtliche ist bestimmt, die Kosten so schnell senken, dass man die Krise überstehen kann. Ja? Das ist aber nicht immer das Richtige, das kann man so genau nicht sagen, das ist nur das Naheliegende. Die Erfahrungen sind auf der einen Seite hilfreich, aber auf der anderen Seite sind die gefährlich, weil man dazu neigt, wenn man viel Erfahrung hat, immer die gleichen Rezepte anzuwenden. Und das ist eben oft ein Fehler. Ja? Also ich bin sehr vorsichtig geworden mit den Erfahrungen. Man muss eben manchmal einfach noch
mehr kreativ sein und versuchen, etwas ganz Neues zu probieren, anstelle die Rezepte von gestern zu verwenden, speziell in einer Krise. Ja. Mach mal ein Beispiel aus deinem eigenen Erfahren. Gut, was ich vorhin zu dem Übergang von Intershop zu Demandware versucht habe zu erklären, ja, das war ja so ein Fall. Ja. Es war ganz klar, E-Commerce wird gebraucht, aber nicht in der jetzigen Form. Ja. Es ist zu kompliziert für die Firmen, das zu betreiben. Es muss irgendwie anders werden, es muss einfacher werden. Ja. Und mir war völlig klar, dass man das so haben muss, wenn es das in Zukunft als Geschäft geben soll. Aber es ging nicht in der Firma, die ich mehr oder weniger kontrolliere. Ja. Das hat mir nichts genützt. Innovators Dilemma. Ja. Mhm. Und manchmal muss man eben dann auch drastische Entscheidungen fällen, wie wir fangen nochmal auf der grünen Wiese an, wenn es unbedingt sein muss. Also wenn man von der Idee überzeugt ist. Ja. Das ist sicher viel Mut auch erforderlich. Roland, weißt du noch so eine, oder kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, wo in dem du eine Entscheidung treffen musstest, eben vielleicht so eine drastische oder auch ihr? Das ist ja auch nicht einfach. Oder vielleicht kannst du aus so einer Erinnerung heraus mal erzählen, wie du dich entschieden hast und wie du dann persönlich auch vielleicht damit umgegangen bist. Ist ja auch trotzdem Unsicherheit, ob man jetzt richtig gehandelt hat, richtig? Ja, ich finde vor allem, es ist wichtig, etwas zu entscheiden. Also ganz schlimm ist, in der Krise einfach abzuwarten und zu hoffen, dass es besser wird. Und man kann in der Regel nur die Sachen kontrollieren, auf die man auch direkt Einfluss hat. Dass ich jetzt mehr Kunden gewinne oder dass sich plötzlich die weltweite Lage verbessert, das ist total unwahrscheinlich. Das kann ich auch nicht beeinflussen. Also muss ich mich auf die Fakten konzentrieren, wo ich was tun kann. Und es ist gar nicht relevant, ob ich alle Entscheidungen richtig mache. Es ist wahrscheinlich die Hälfte meiner Entscheidung falsch. Aber ich muss sie treffen, konsequent umsetzen und dann mit den Resultaten leben. Wenn ich falsch gelegen habe, passe ich es eben an. Also die Geschwindigkeit, glaube ich, und die Konsequenz beim Durchsetzen ist das entscheidende Moment sozusagen. Und hinterher kann man immer noch gucken, was richtig und was falsch war. Und in der Vergangenheit, also ich denke jetzt gerade an Alfenio, da haben wir in der Corona-Krise relativ konsequente Maßnahmen ergriffen, was die Kostensenkung angeht, was uns später geholfen hat, eben in dem Marktsegment weitere Wettbewerber übernehmen zu können. Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir es nicht so gemacht hätten. Also das funktioniert schon, wenn man es konsequent dann realisiert und natürlich auch das Buy-in der eigenen Mitarbeiter und der Führungsebene dafür hat. Also Kommunikation ist auch ganz wichtig. Also schon früh auch darüber sprechen und sagen, genau. Leute, wir haben eine Krise, lasst uns was machen. Sozusagen. Und dann wird es besser. Also wir machen das und dann wird es besser. Es muss ja einen positiven Ausblick geben. Ja. Also das Prinzip von disagree and commit ist wichtig. Ja. Disagree and commit heißt sozusagen, es ist nicht nötig, einen kompletten Konsensus zu haben, um etwas Neues auszuprobieren. Es müssen sich nur alle einig sein, dass es wichtiger ist, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn nicht alle in dem Moment dafür sind, aber hinterher unterstützen sie alle. Und zwar so lange, bis Daten vorliegen, die sagen, das hat nicht gefruchtet und wir müssen nochmal was Neues probieren. Ne? Ja, das ist etwas Entscheidendes und das fällt Deutschen von der Kultur her schwer übrigens. Ja. Total, ja. Deutsche und Japaner sind so extrem konsensusgetrieben, ja, und das hilft aber in dem Fall nicht. Ja. Also braucht es auch eine starke Führungs- oder Entscheidungsebene, die dann sagt, okay, was du eigentlich gesagt hast, dass du ihm dann auch gefolgt bist, er hatte dann recht gehabt oder und dann hast du gesagt, okay, ich beiß jetzt erstmal mit und dann schauen wir, was draus wird, sozusagen. Arndt, aus deinem Beratungsvielfalt, die du hast, was bringst du denn vielleicht mit, dass Gründer, in dem, die du beraten hast, gemacht haben, die in der Krise gewesen sind? Mhm. Ist das so ähnlich wie was die beiden? Ja, ich kann das nur unterschreiben, was wir bisher gehört haben. Tatsache ist, dass ich versuche, also ich bin auf der einen Seite selbst Gründer und habe da verschiedene Achterbahnfahrten mitgemacht und gebe das gerne weiter. Und auf der anderen Seite habe ich die Chance, wenn ich viele Teams begleite, zusätzlich entweder als Beirat oder als Berater oder Freund des Hauses, wie man es nennen will, ja, dass man auch Transferleistung bringen kann. Also gerade in der Krise ist wichtig, dass Unternehmer sich untereinander austauschen, weil zum Beispiel gibt es dann Hilfestellungen und man, also zum Beispiel kann man vielleicht Hilfen beantragen oder man hat Maßnahmen ergriffen, die bei einem funktioniert haben und kann das vielleicht an andere Unternehmer weitergeben, wenn es auf die auch passt. Ist halt leider so, dass jedes Unternehmen und jede Situation leicht unterschiedlich ist. Aber es ist ganz wichtig, ich kann das nur unterschreiben, dass man also erstmal keine Panik bekommt, aber schon Entscheidungen fällt und überlegt, welche Dinge, die man eigentlich ursprünglich geplant hatte, kann man behalten. Die passen immer noch trotz Krise und welche Dinge muss man ändern. Leider muss man auch manchmal sehr harte Entscheidungen fällen, weil man Kosten sparen muss. Das kann
in manchen Fällen sehr bitter sein, weil das eventuell Entlassungen bedeuten kann. Aber es ist auch, da sprechen wir vielleicht später noch drüber, eine Chance, was wir vorhin auch schon gehört haben, dass man dann nochmal bestimmte Sachen überhaupt überdenken muss, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Aber wenn wir jetzt noch bei dem Thema bleiben, was zu tun ist, sich austauschen und vor allen Dingen auch bedacht Entscheidungen fällen und nicht sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, fahren nur die Kosten runter und verfallen in den Winterschlaf. Das funktioniert leider nicht. Ja, also man muss leider Entscheidungen fällen. Und wie gesagt, werden wir vielleicht wahrscheinlich noch drüber sprechen, es gibt auch Chancen, die daraus entstehen. Ja. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wie gesagt, jedes Unternehmen ist am Ende des Tages individuell, jede Situation, aber das ist so vielleicht das größte, der größte gemeinsame Nenner. Okay. Stefan, du hast eben gesagt, eigentlich möchtest du nicht was Generelles äußern für das, was man nie machen sollte, aber gibt es etwas, jeder von euch, das ihr nie wieder tun würdet? Nie wieder bei, ihr seid ja Zero Entrepreneurs, das bedeutet, ihr habt schon mehrfach und habt auch noch vor, mehrfach zu gründen. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das mache ich nie wieder? Persönlich oder whatever? Ja, das eben, nichts tun, keine Entscheidung fällen, würde ich nicht mehr machen. Aber alles andere würde ich jetzt aus dem Stichgreif sagen, schwierig. Man soll nie sagen, ja. So. Also was ich vielleicht sagen kann, was mich damals schwer belastet hat, waren diese Salami-Entlassungen, die wir in dem einen Berliner Büro gemacht haben. Wir haben mit 105 Mitarbeitern angefangen. Und dann am Ende, war ich der Letzte dort, hatten nur 5 Mitarbeiter sozusagen. Das war einfach eine sehr auszehrende Geschichte, weil am Ende glauben einem die Leute gar nicht mehr. Ich kann dir nicht erzählen, morgen ist es besser, wenn die Leute schon verstecken und im Computer, weil sie denken, sie sind die Nächsten, die entlassen werden. Ja, das ist ein moralisches Problem. Also wenn man so eine Leute freisetzen muss, dann muss es mit einmal passieren und nicht in vielen einzelnen kleinen Schritten. Was sind eigentlich die Vorteile von solchen Sachen? Nicht nur die Entlassungen, sondern vielleicht auch weniger Kosten? Oder was wären denn die Vorteile, wenn man in der Krise gründet oder durchhält? Wie kriegt man sich da durch? Wenn man eine Krise gründet, wenn man es ohne Kapital tun kann oder wenn man das bootstrappen kann, das gibt es ja auch, dann hat man dort sicherlich Zugriff auf einen besseren Talentpool. Ja. Ah ja. Hm. Das ist ein Vorteil. Aber meistens ist es so, dass in einer Krise eben auch das Kapital knapp ist. Also so irgendwie gibt es ein Level Playing Field, ja? Also gibt es Vorteile und Nachteile. Genau, deswegen sage ich immer, es spielt gar nicht die Rolle, wann man gründet, weil es gibt immer Vor- und Nachteile. Es kann in der Halbphase sein, da kriegst du leicht Geld, okay. Es kann in dem Downturn sein, da kriegst du halt weniger Geld, das sind Leute günstiger und so. Ich würde sagen, auf die Gründungsphase hat es relativ wenig Einfluss. Weil die Gründungsphase braucht nicht viel Kapital. Also kleinere Investments bekommt man praktisch zu jeder Zeit, egal wie schlecht es läuft. Wenn man eine sehr gute Idee hat oder einen Algorithmus erfunden hat, wenn da irgendwie was mit Substanz da ist, das Experiment bekommt man auf jeden Fall bezahlt. Das ist eigentlich kein Problem. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn man dann größere Mengen braucht, um es in ein echtes Produkt oder in die Vermarktung zu gehen und so weiter. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber gründen kann man, wenn man eine gute Idee hat, zu jeder Zeit. Man muss eben auch wissen, wenn es eine wirklich gute Idee hat, ist dann ist es oft so, dass andere gleichzeitig diese Idee haben. Also warten ist kein gutes Rezept. Mhm. Ja. Und du hast auch gesagt, die Krise, und das ist jetzt vielleicht auch der Vorteil, hat euch letztlich auch dazu geführt, auf das Produkt zu schauen und das im Grunde zu entwickeln. Also es war eigentlich ein Inkubator oder ja ein Katalysator für das Produkt, das vorher da war. Klar, das war aber auch bei Intershop so. Also warum haben wir E-Commerce überhaupt entwickelt? Weil wir den Rücken an der Wand standen. Wir hatten damals 500.000 D-Mark Kreditlinie bei der Sparkasse. Die war ausgemaxt bis hinten hin. Und unser voriges Geschäft hat nicht mehr funktioniert. So. Und was nun? Man kann mal aufgeben oder gut, dann haben wir mit dem Internet, das war eben interessant, wir probieren mal was Neues. Hat funktioniert. War aber nicht klar vorher. Mhm. Was sind denn deine Erfahrungen mit den Beratenden? Ja, also ich kann wieder eigentlich erstmal nur beistimmen und zustimmen. Aber zusätzlich ist es so, dass es sehr oft auch Chancen gibt in der Krise, weil man, wenn man schon was gegründet hat, sich nochmal hinterfragen muss. Und wenn man die in Anführungszeichen fetten Jahre hat, dann denkt man da gar nicht so drüber nach und setzt so, ich vielleicht, ein paar Fettpölzerchen an. Ja? Und wenn man dann in der Krise ist, muss man nochmal drüber nachdenken, was macht jetzt eigentlich genau Sinn und ist quasi gezwungen, nochmal aufzuräumen und zu entschlacken sozusagen. Das sind
etablierte Firmen. Und wenn man gründet, dann muss man erst recht eine gute Idee haben. Wie gesagt, manche Krisen haben auch eine Chance. Jetzt zum Beispiel durch Corona-Krise sind alle Dinge, die eher remote waren, wie E-Learning und so weiter zum Beispiel, sind gepusht worden sogar. Und manchmal hatte man dann die Chance, ein Produkt, nicht alle leider hatten diese Chance, das zu pivotieren, wie man heute sagen würde, zu ändern, um die Krise zu überleben. Und dann kommt man erst auf den entscheidenden Gedankengang, weil man vorher gar nicht musste. Das heißt, ich sehe auch eher optimistisch in Krisen, obwohl es das jetzt erstmal komisch anhört, weil das so die Spreu vom Weizen trennt, welche Geschäftsmodelle, welche Ideen setzen sich wirklich durch. Weil in guten Zeiten haben auch Ideen, in Anführungszeichen, kriegen Geld, wo man eigentlich sagen müsste, naja, eigentlich nicht wirklich. So, also am Ende des Tages zwingt es etablierte Firmen nochmal drüber nachzudenken, machen wir eigentlich das Richtige, können wir nicht entschlacken. Und Neugründungen haben die Chance, ich sage immer Phönix aus der Asche, so, wenn man es vor allen Dingen in der Krisenzeit in diesen 20% startet, dann hat man erst recht gute Chancen, typischerweise in den 80%, wo es dann eigentlich einfacher wird, ja. Das heißt, ich sehe das eigentlich immer auch als Chance. Das ist wie so, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein, so nach dem Motto. Ja. Aber man braucht gute Partner. Ihr hattet vorhin eigentlich alle gesagt, man muss drüber reden. Mit wem rede ich denn jetzt? Woher weiß ich denn? Also wen suche ich mir denn? Also du hattest vorhin von dem Mentoring von der Uni erzählt, das wäre dann so eine Variante. Aber wenn ich normal gestartet bin, dann habe ich die Investoren, die werde ich ja jetzt nicht danach fragen. Das macht sich nicht so gut. Doch, die frage ich. Selbstverständlich, diesen Partner. Mhm. Und die frage ich auch, selbstverständlich. Oh, sehr gut. Im Gegenteil, die müssen mit einbezogen werden und an die müssen auch Aufgaben verteilt werden. Oh, sehr gut. Ja, zum Beispiel bei der Personalbeschaffung. Das ist eine typische Aufgabe, wo ein Investor mithelfen kann. Die sprechen viele Leute, die kennen viele Leute. Die kennen vielleicht auch Startup-Teams, die keine Finanzierung bekommen, aber die Leute wollen dann irgendwo arbeiten gehen. Also klar, Investoren müssen unbedingt mit einbezogen werden. Die sind nicht nur zum Geldgeben da. Und die besseren VCs, da sind die Operating Partner ja alle, das sind Leute, die waren vorher auch mal in ihrer ersten Karriere Gründer. Ja. Und auf diese Erfahrung kann man irgendwie mit zurückgreifen. Mhm. Also der perfekte Coach ist ein VC, der vorher Gründer erfolgreich gewesen ist und dann eben in mehreren anderen Unternehmen investiert ist und eben sehr viele andere Ideen sieht. Das ist eine andere Perspektive darauf. Es ist nicht die einzige Quelle an Ideen, aber eine sehr wichtige. Und dann kommt es natürlich auf die, unkaschlich auf die Qualität von dem Investor an. Also gut, die Bank oder die Sparkasse kann das nicht. Ne? Also da müssen wir eigentlich, sag ich mal, zu einem professionellen VC, von denen es mittlerweile in Deutschland übrigens viele gibt. Das war vor 10, 20 Jahren eher rar. Sind wir mittlerweile ganz, denke ich mal, ganz gut bestückt. Das geht ja auch alles. Speziell was die Frühphasenfinanzierung angeht, ist das alles möglich heutzutage. Was auch ganz wichtig ist, ist eine Frühzeit und offene Kommunikation. Es ist total schlecht, wenn ich zum Investor gehe und sage, huch, das Geld ist alle. Das ist definitiv zu spät. Also man muss dann deutlich eher kommunizieren, okay, es entwickelt sich so und so, wie kannst du uns helfen? Das sind unsere Probleme. Also frühzeitige offene Kommunikation ist ganz entscheidend. Du steckst ja auch bei deinen Beteiligungen auch tatsächlich operativ manchmal drin. Was sind da deine Aufgaben? Ist da genau sowas auch zu schauen? Wie stellen die sich auf oder brauchen die Hilfe oder was machst du da? Genau, also wir wollen ja vermeiden, dass sich Fehler wiederholen sozusagen. Also auch wenn Stefan gesagt hat, dass viele Erfahrungen nicht so haltbar sind, das stimmt. Aber bestimmte Routinen, sage ich mal so, wie man Probleme angeht, die sind schon durchaus haltbar. Wie ich miteinander kommuniziere, über was ich spreche, dass ich regelmäßig mit den Leuten kommuniziere, ist schon ein Ding, was man den Leuten schon beibringen kann, dass das funktioniert. Stefan, ich wollte ganz gerne noch wissen, mit wem hast du eigentlich über das erste Gespräch geführt? Kommen wir gründen neu nach Intershop? Um zu testen, muss man mit ganz vielen Leuten sprechen. Da reicht nicht einer. Ja? Und ich hatte das in 2003 bei Intershop schon gemacht, einfach nur um zu sehen, ob es was für Intershop ist. Aber das war dann nicht umsetzbar. Ja? Aber ich habe mit hunderten Leuten darüber gesprochen. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Potenzielle Kunden, Technologieexperten, potenzielle Investoren, alles. Ja? Und bei jedem Gespräch lernt man irgendwas. Bei jedem Gespräch kann man fragen, wen könnte das noch interessieren, wer kann noch was Interessantes dazu sagen. Und auf diese Weise bekommt man dann ein Gefühl dafür, lohnt sich das zu verfolgen, was muss ich daran ändern an einem Konzept. Also, ja, also aktive Netzwerken, Gespräche darüber führen und Tests machen, Daten mitbringen und so weiter, ist
essentiell, um rauszufinden, ob es sich lohnt, sich, sagen wir mal, hinter so eine Idee zu stellen. Ja. Noch eine Frage an Arndt. Welche Startup-Idee oder welche Idee kam dir mal ganz absurd vor? Und du hast gedacht, na, das wird ja nichts. Und die sind aber dann doch erfolgreich gewesen. Dürfen wir hier einen Namen nennen? Ja, also tatsächlich, Vapiano, die Restaurantkette, kam mir total absurd vor. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich erfolgreich war oder nicht, weil da gab es, glaube ich, Insolvenz vor kurzem, ich weiß nicht. Weil ich dachte, eigentlich ist das Wahnsinn, dass Leute statt schon am Tisch zu sitzen und vor allen Dingen haben mich damals, als das aufkam, Leute zum Business-Meeting, also zum Lunch, zum Mittagessen eingeladen und dann will man über sensible Sachen sprechen und dann steht man dann eventuell in verschiedenen Schlangen, weil der eine Pizza will, der andere will eine Pasta und bei manchen Küchen war das so, dass man danach noch auch nach dem Essen gerochen hat. Gut, die haben das frisch zubereitet, aber das hoffe ich, dass das andere Restaurants auch machen. Jedenfalls, als das aufkam, dachte ich, das kann nichts werden, weil irgendwie, wer tut sich das an? Aber zumindest eine Zeit lang schien es so, als wären sie erfolgreich, haben sich ziemlich ausgebreitet und dann wahrscheinlich wieder doch nicht. Ich kann es nicht so genau sagen, aber das war so eine Geschichte, wo ich eigentlich gedacht habe, was ist denn hier los? Ja, aber man kann sich irren auch. Ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel. Ich habe mich vor vielen Jahren in Palo Alto mit den Gründern von Stripe getroffen. Ja? Ich weiß nicht, Stripe, ob das jemand sagt, die größte Payment-Plattform oder eine der größten weltweit. Und das war eine kleine Truppe, es waren damals 12 Leute. Ich habe mich mit den Gründern getroffen und die Gründer haben mir was erzählt von, ja, sie machen eine Payment-Plattform nur für Entwickler. Und sie wollen überhaupt keinen Sales, überhaupt kein Marketing. Sie bauen einfach was, was die Entwickler so geil finden, dass sie das als Payment-Plattform in ihre angehenden Produkte einbauen. Ne? Und meine Aufgabe war, für einen VC die zu überzeugen, dass der VC okay ist, ja? dass der investieren darf. Ja? Das habe ich auch irgendwie gemacht, aber ich habe mir immer gedacht, das wird nichts. Das glaube ich im Leben nicht. Ja? Ja, aber es ist eben die größte Payment-Plattform. Also eigentlich auch nicht absehbar, auch selbst für dich nicht. Trotzdem hat es gefunkt sozusagen. Es ist oft, also Ideen sind billig. Mhm. Ja. Es kommt auf das Team an. Und dort war das ganz extrem. Ja. Also ich habe gesehen, die Leute sind extrem schlau und extrem dieser Idee hinterher. Deshalb fand ich es irgendwo auch gut, aber ich konnte nicht erklären, warum die Idee eine Chance hat. Also das ist deshalb so wichtig, dass die Gründer gut zusammenarbeiten und als Team wundervoll bringen können, weil die erste Idee wird selten so umgesetzt, wie man sie, sage ich mal, jetzt in dem Pitch vom VC präsentiert bekommt. Ja. Es ist eben wichtig, schnell zu lernen und schnell alles zu ändern und schnell alles in Frage zu stellen. Und diese Fähigkeit, die haben nicht alle Teams, ja. Aber darauf kommt es an. Deswegen, die meisten VCs investieren nicht in Ideen, die investieren ausschließlich in die Leute. Ja, das ist wirklich was super, dass du sagst und bringt mich jetzt auch quasi schön zum Ende, zu ein paar Zukunftsstatements, die ich mir jetzt von euch noch wünsche. Arndt, dein Themenfeld ist die AI mit der Doktorarbeit, die du dich beschäftigt hast, mit den Kassenzetteln, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Damals war das revolutionär, heute ist es so was Normales. Welche AI wird in 5 Jahren oder in 10 Jahren dann normal sein? Das hört sich nach Glaskugel an. Also genau, als ich damals angefangen habe, das war vor 20 Jahren, Kassenzettel zu analysieren mit maschinellen Lernverfahren, da war das wirklich ganz, ganz neu. Deswegen konnte ich auch noch eine Doktorarbeit drin schreiben. Heute ist das wahrscheinlich in jedem E-Commerce-Shop mit drin als Modul. Welche AI jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren unterwegs ist, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber muss erstmal sagen, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was AI überhaupt ist. Da hat jeder so eine andere Vorstellung. Das ist ein relativ schwammiger Begriff und ich bin da sehr kritisch. Also 90% der Fälle, wo jemand AI sagt, würde ich persönlich sagen, das ist Statistik oder es sind nette logische Algorithmen.
Aber wir sehen, um deine Frage zu beantworten, wir sehen natürlich, was heute schon ziemlich normal ist, Bilderkennung sowieso, also in Fotos, aber auch in Kamerabildern, auch Stichwort autonomes Fahren und so weiter. Aber es wird immer normaler, dass man die Kamera irgendwo hinhält und die Texte erkennt, die werden übersetzt, Übersetzungen, solche Geschichten. Und ich vermute, weil es ist eigentlich höchste Zeit, dass Alexa und Co. ein bisschen schlauer werden und da Kontext reinkommt, dass man Dialoge führen kann mit Sprachassistenten. Das vermute ich, das muss eigentlich kommen. Wenn das nicht kommt, das wäre schade. Also ich glaube, die Technologie könnte es schon und da besteht Bedarf. Also in diese Richtung wirklich würde ich denken, Dialoge mit dem Sprachassistenten führen, Bilderkennung, Videoerkennung, solche Geschichten. Vermute ich, ist das, was so im Horizont 5 Jahren unterwegs ist. Also der Terminator und so weiter, den sehe ich noch lange nicht, zum Glück. Okay. Stefan, wie kaufen wir in 30 Jahren ein? Tja, das ist eine gute Frage. Also eins ist sicher, den stationären Handel in gewisser Weise wird es nach wie vor geben. Allerdings wird das beherrscht werden durch die Brands. Ja? Also die Marken selber können natürlich mit den Techniken, die heute zur Verfügung stehen, alle Mittelmänner ausschalten. Ja? Also Disintermediation spielt eine große Rolle. In dem Sinne, wir werden viele unterschiedliche Formen sehen, mit denen experimentiert wird. Da gehört sicherlich auch AR und VR dazu. Momentan versuchen wir bei Newstore, bei meiner Firma, die ich gerade betreibe, so ganz, ich sage mal in Anführungsstrichen, banale Sachen wie Online und Offline in eins zu gießen und die Hardware aus den Läden zu verbannen, indem alles, was man dort machen kann, als Verkäufer auf einer App funktioniert. Also es wird alles Software getrieben sein und die Art und Weise, wie die Ware dargestellt wird oder wie man die konfigurieren kann, was in 30 Jahren ist, ist sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, nicht so sehr VR, aber AR wird eine sehr große Rolle spielen. Ja, weil das ist ultimativ. Also VR, da ist man irgendwie ein bisschen sozusagen ausgeschlossen von der Welt. Das würde man nicht den ganzen Tag mit sich herumtragen. AR ist etwas, das wird hoffentlich irgendwann, das ist eine harte Frage, es kann auch mal ein Chip im Gehirn werden, ja, aber das es könnte auch in der sagen. Brille stecken oder in Kontaktlinsen, aber es muss auf jeden Fall etwas sein, was man problemlos den ganzen Tag mit sich herumtragen kann, damit es solche Anwendungen ermöglicht, wie zum Beispiel, damit kaufe ich ein oder das hilft mir bei Bewältigen, das ersetzt mein Smartphone irgendwann mal. Ja, diese Art der, sag ich mal, jetzt Dateneingabe, ja. Und selbstverständlich wird das auch E-Commerce mit beeinflussen, wenn das mal soweit ist. Dankeschön. Und dann kriegst du die letzte Frage, Roland, des heutigen Podcasts. Du bist als Professor an der Code, lehrst du Produktmanagement und als eine deiner besonderen Kenntnisse wird Leadership Development genannt. Wie wird denn die Organisation oder auch das Unternehmen in Zukunft aussehen müssen, die Führung sich verändern müssen, um ja mit den Veränderungen gesellschaftlich oder auch technisch noch mithalten zu können, agil bleiben zu können? Wir haben gehört, es ist dann Flexibilität notwendig. Was muss sich da ändern oder wie wird es aussehen in 20 Jahren? Na, ich glaube, die Grundprinzipien bleiben die gleichen sozusagen. Am Ende muss ich mich authentisch verhalten. Das heißt, das, was ich tue, muss zu dem passen, was ich sage. Es hilft nicht, irgendwelche Kulturen aufzuschreiben auf Papier, wenn ich dann als Führungskraft oder als Unternehmer mich abweichend davon verhalte sozusagen. Das ist ein großes Thema. Und auch, sind die unmittelbaren Mitarbeiter der Führungsmannschaft komplett auch von dem Thema und von dem Produkt überzeugt? Man kann sowieso nicht den letzten Mitarbeiter erreichen, sobald man irgendwie 80, 90 Mitarbeiter hat, wird die Distanz einfach groß. Und da spielen die anderen Mitarbeiter eine massive Rolle, die Leute auch anzuleiten, zu führen. Die müssen den gleichen Spirit transportieren wie der Gründer sozusagen, das ist sehr wichtig. Und da habe ich gelernt, hilft es sehr, wenn man auch mal recht hat. Also wenn man gesagt hat, okay, wir gehen diesen Weg und es funktioniert dann wird vertraut am Ende sozusagen, dass es auch weiter so ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass das Vertrauen in der Organisation besteht, dass jeder in seiner Position das Richtige tut. Unabhängig, ob einer daneben steht oder nicht. Dann vielen Dank an Stefan, Arndt und Roland für die heutige Folge und wir hören und
sehen uns hoffentlich dann bald wieder.